Hallo und herzlich willkommen bei Stempeline. Ich bin Jeanette Egemann, unabhängige Stampin' Up-Demonstratorin und gerade etwas erkältet, wie man unschwer an meiner Stimme hören kann. Trotzdem möchte ich dir hier ein schnelles Video zeigen, nämlich wie man hier diese Schleifchen binden kann. Und einige haben ja nachgefragt, wie das geht oder überhaupt, wie man Schleifen machen kann. Und da gibt es viele verschiedene Varianten und das ist jetzt Variante 1. Für die kleinen Schleifchen benötigst du lediglich ein bisschen Geschenkband. Stampin' Up! Hat ja reichlich davon im Sortiment und auch immer schön passend zu unseren Stempelkissen farblich aufeinander abgestimmt. Und die hier sind ganz einfach. Das ist Variante 1 zum Schleifenbinden. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und da nimmst du dir einfach so ein Stückchen Geschenkband, wickelst dir das so um die Zeigefinger und bildest hier einfach so links und rechts jeweils eine Schlaufe. Und diese beiden Schlaufen, die knotest du einfach ineinander. So, das wird ja einmal durchgezogen, Knoten gemacht, fertig ist das Ganze. Und dann hast du auch gleichzeitig hier so einen flachen Knoten vorne. Kannst dir das noch so ein bisschen zurechtzuppeln, bis die Schleifenenden so schön aussehen, bis es dir gefällt. Oder du kannst sie eben auch größer oder kleiner machen. Ja, und kannst natürlich auch von der anderen Seite gucken, welche Seite dir denn besser gefällt vom Knoten her. Und am Ende nimmst du dir einfach nur noch eine scharfe Schere, schneidest deine Enden ab und kannst diese Schleifchen mit einem Mini-Klebepunkt auf eine Karte kleben oder eine Verpackung oder so, je nachdem, wo du das haben möchtest. Du siehst, das ist ganz easy und auch ganz einfach für Menschen, die jetzt das Gefühl haben, sie können nicht so gut Schleifen binden. Schau auch demnächst einfach wieder rein, wenn es neue Kreativprojekte gibt oder wenn ich dir die nächste Variante zum Schleifen binden zeige. Ich freue mich, dass du vorbeigeschaut hast und sage tschüss und bis bald.